Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einer weiteren Folge. Police Simulator. Irgendwas mit Officer. Ich hab's vergessen. So, wir haben freigeschaltet. Eine neue Ausrüstung. Wir können Straßensperrungen aufbauen lassen oder selbst aufbauen. Kann ja wohl die kaum mitschleppen, ne? Bestätigen. Und Pylonen können wir aufstellen. Und wir können Brieftaschendiebe. Okay. Und wir kriegen die Winkerkelle. Yippie. Was kriegen wir noch? Ein Notlicht. Einsatz Verdächtiger gesucht. Aha. Euer P, ich habe ein Auto. Wähle eine Streifenwagenschicht, um ihn zu fahren. Ein Cruiser, oh Gott. Neue Nachbarschaft, Al Combi. Combi. Nimmt kein Ende. Historic Downtown. Habe ich jetzt so viele Punkte gemacht, dass das alles auf einmal freigeschaltet wird? Strafe für verloren, VP 90. Solo-Bonus 106. Okay. Ich habe bei dem Unfall minus 5 bekommen. Ich habe doch irgendwas falsch gemacht. Kann man doch reingehen. Soweit war alles gut. Wo war denn der Minuspunkt? Ne, minus 5. Unfall minus 5. Wo ist er? Da. Unrechtmäßige Fahrzeugkontrolle. Rechtmäßige Fahrzeugkontrolle? Illegalen Gegenstand gefunden. Das heißt, ich habe da irgendwie Messer gefunden. Aber ich darf da trotzdem nicht einfach reingucken. Wenn ich da reingucke und finde nichts, ist das schlecht. So, was war hier nochmal schnell? Naja, das war doof. So, was haben wir hier falsch gemacht? Ich auch noch mal kurz gucken. Auch wieder die Fahrzeugkontrolle. Also, die sollte ich mal schön lassen. Minus 10, da muss noch was sein. Ah, ich habe beide Fahrzeuge durchsucht und das war ein Fehler. Das war der Fußgänger, der. Ja, okay. Gut, ich muss in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Aber wir sind ja noch am Anfang, ne? So, akzeptieren. Ich würde jetzt dann, ja, soll ich noch eine, sind alles Nachtschichten, das ist auch blöd, ne? Eine Fahrschicht, oh. Sollen wir dann mal, ich habe in der Radarpistole immer noch nichts geschafft, ne? So blöd. Sollen wir in dem Stadtteil rumfahren, den wir, das wir schon kennen? Ich weiß nicht. Schon ein neues. Ach komm, wir machen den neuen Stadtteil. So, ich werde die Schichtdauer wieder etwas erhöhen. Ich gehe ruhig auf eine. Komm, ich gehe ruhig auf eine Stunde. Ich brauche die Zeit. Können wir da zwei Folgen draus machen? So, das ehemalige Stadtzentrum beherbergt auch heute noch viele Restaurants und Bars. Deshalb besuchen vor allem Touristen diese Gegend und junge Leute gehen hier gerne auf einen Wein oder Cocktail aus. Man findet in Historic Downtown nicht mehr viele Geschäfte. Die meisten sind nach dem großen Brand von 1866, bei dem 16.000 Gebäude zerstört wurden. Wow. Und 270 Menschen starben in die heutige Innenstadt umgezogen. Ist das authentisch oder ist das... Wow. So, Fahrzeugstreife bei Nacht. Ich bin bereit. So, ich muss immer noch mit der Radarpistole Raser feststellen. Oh, anderes Büro. Muss ich natürlich aufpassen. Ah ja, gut, ist immer den der Stuhl vom Schreibtisch wegsteht, kann ich mir merken.
Das weiß ich zwar nachher, würde mein Schreibtisch ja nie wiederfinden, sonst. So. Okay. Können wir dem reden? Ne, ist ja gut. Wollte nur mal gucken. Hier kann man nicht rein. Ne. Was machen Sie dann hier? Mal grundlos nach dem Ausweis fragen darf ich auch nicht. Entschuldigung. Finde die gesuchte Person. Wow. Ich übernehme das. Die verdächtige Person wurde in der Nähe Ihres Standorts gesichtet. Halten Sie die Augen offen. Gut. Muss ich jetzt im Auto oder schwarzer Anzug? Johannes 26. Schwarzer Anzug und so sieht's aus. Ja, da geh auch raus. Jetzt die große Frage. Neues Gebäude. Ich kenne mich nicht aus hier. Finde die gesuchte 402 Meter. Ah, da fahren wir doch im Auto hin, ne? Sag mal, gibt es hier auch einen Ausgang? Ich finde den Ausgang nicht. Hallo. Kann das sein? Was gibt es denn hier überhaupt? Nix. Au. Oh. Ausrüstung. So, hier geht's nicht raus. Es ist die Zeit schon gleich um und ich bin noch nicht mal aus dem Gebäude raus. Kann ich hier laufen? Ja, dann lauf mal. Da ist doch der Ausgang. Ach, Opa. Okay, 419 Meter. Zieh mal deinen Hut an. So, was habe ich jetzt für ein Auto zur Verfügung? Da ist der Parkplatz. Das ist mein Auto. Einsteigen. Oh. Beschleunigen, bremsen. Lenkrad ist klar. Bremse. Tempomat. Blinker links, rechts. X Blaulicht. B Sirene, Hupe, Signal. Scheinwerfer. Kamera wechseln. Innen, außen. Polizeicomputer. Y. Okay. Ansicht. Hupe. Alles klar. Scheinwerfer war das. Aus, ein. Okay, gehen wir mal in die Innenansicht. Sehe ich gar nichts. Gehen wir lieber in die Außenansicht. Kann aber hier nicht zoomen oder so, ne. Da komme ich nur mal so rein. Gut. Alles klar. So, wo ist hier die Ausfahrt? Hier. So, möglichst keine Fußgänger totfahren. Das Licht ist nicht wirklich weit, ne? Gut, okay. Ah, ich habe hier keinen. Okay. Muss ich beim Fahren ein bisschen aufpassen hier, weil das ist. Und natürlich muss ich mich auch an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Ah, mit Controller fahren ist wieder so eine Sache. Oh, das ist so zackig. Der ist laut, ne? Boah, muss ich jetzt wirklich das Lenkrad aufbauen dafür? Ja, ich
ich halte den jetzt an, weil er kein Blinker. Ich muss auf zum Einsatz. Das heißt, ich könnte theoretisch Blaulicht anmachen und zum Einsatz fliegen, ne? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt die Dame da suchen. Schwarzer Anzug, hat sie gesagt, hat er gesagt. Irgendwo hier. Die verdächtige Person wurde in der Nähe ihres Standorts gesichtet. Halten Sie die Augen offen. 116 Meter auf der anderen Seite. Blinker? Jawohl. Oh. Kann ich irgendwo reinfahren? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, ich habe Blaulicht. Ich hoffe, ich darf das. Ich habe jetzt keine Zeit für hier Spielchen zu machen. Ich muss diese Person finden. Und die kippt immer weiter weg. Ah. Gut. Dann machen die schon mal Platz. Das ist schon mal gut. Wo ist er? Zu lange gedauert oder was? Hä? Was jetzt passiert? Okay, jetzt bleibe ich auch wieder ausmachen. Gut, blinke auch aus. Also wenn ich Blaulicht alles schön anmache und dann... Das heißt, mit einem Auto kann ich diesen ganzen Distrikt hier durchfahren. Geschwindigkeitsmessung. Ah. Nur links, okay. Dann setzen wir auch mal schön Blinker, ne? Das geht ja nicht anders, ne? Da vorne, der hat ein Rücklicht kaputt. Hast du das richtig gesehen? Ne. Gar kein Licht an. Der fährt ohne Licht. Jetzt muss ich aufpassen, dass er selbst keinen Unfall baue.
Ja, und der hat auch keine Lichter an, ne? So, aussteigen. Machen wir erstmal hier weiter. Jetzt muss ich das ja erstmal gucken, wie das hier geht. So, der hat da schon mal ein Licht kaputt. Bremslicht geht. So, und nun? Wie kann ich den jetzt anhauen? Ach so. Hast du das gesehen? Gut, ich kann aber dem jetzt nicht reden, ne? Und jetzt? Kann das sein, weil ich das jetzt angenommen habe, dass ich deswegen diesen nicht machen kann? Ah, ich krieg den Weg angezeigt. Sehr gut. Auch wieder einer ohne Rücklicht. Oh Gott. Das finde ich gut. Blaulicht und dann ab geht die. Ist ziemlich laut, ne? Oh, verfahren. Unfall aufnehmen, okay. Oh. Ja. Ich muss das aber anlassen, sonst. Nein! So, dann parken wir hier. Jetzt will ich die Straße blockieren. Okay. Jetzt hat's aber richtig gekracht hier. So, stehen hier irgendwelche Zeugen rum. Uiuiui. Qual mal da den. Würde ich auch demnächst mal anhalten, ne? Ja, das ist jetzt aber mit Sicherheit nicht normal, ne? Das ist ja schon ein Massencrash. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. So, nimm einen leichten Unfall auf. Das hier war aber nicht mehr leicht, ne? Nach Versicherung und Führerschein. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. So, also Autos durchsuchen darf ich nicht. Das sieht doch schon mal gut aus. Pass ist okay. Versicherung 28.11. ist auch okay. Scheint nervös zu sein. Dann machen wir mit der mal schnell einen Alkoholtest. Alles klar, ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Nein. Aber vielleicht hat sie ja
Drugs and Rock'n'Roll. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Also Unfallstelle räumen und Bericht schreiben. Auch kein Drogen. Ah, wenn ich es jetzt laufen lasse, setzt sie sich ans Auto und fährt. Deshalb lasse ich sie erstmal in Ruhe. So, habe ich jetzt hier. Wie komme ich denn jetzt an diese Hilfsmittel hier ran? Das ist die einzige Zeugin dort. Da liegt Nummernschild. Aha. Okay. Ich habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Ah, er hat es schon mal zugegeben. Können Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung zeigen? Klar. Bitte sehr, Officer. Dann gucken wir mal. Wer ist denn das? 21.02.21. Ist schon mal gut. Keine Versicherung. Kann ich ihm jetzt schon einen Straftat? Machen wir erstmal fertig. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. 00. Natürlich noch Drogentest. Klar. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Ah, ich habe meine 100 Punkte wieder. So. Ah, er hat Amphetamine. Dann wird er verhaftet. So, dann wird er verhaftet. Unfallbericht übergeben müsste ich eigentlich noch machen, ne? Verstoß bestrafen. Fahrzeug. Vor allem der Auspuff ist, das gibt es sogar. Fahrer. Kein Versicherungsschutz. Strafzettel. Sie bekommen ein Bußgeld wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. So. So viel für so eine kleine Sache? Außerdem wirst du verhaftet, weil du bist betrunken. So, Moment, das machen wir erstmal den Unfallbericht fertig. Dafür brauche ich aber die Kamera. Das sollte ich vielleicht immer zuerst machen, aber ist eigentlich... Der Wagen hat gar nichts, ne? Da könnte sie ja eigentlich fahren. Die haben alle nichts. Die hängen nur hier so mit da rum irgendwie. Das ist auch noch ein Zeuge. Den habe ich auch noch nicht gesehen. So, jetzt fahrt ihr mir nicht in die Beine. Mehr ist hier nicht zu holen. Der hat auch nichts. Die sind auch schon wieder weggebackt, die da nicht dazugehören. So, da werde ich dich noch befragen als Unfallzeuge. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Ah ne, stopp, die habe ich ja schon gefragt. Ja, die kann eigentlich abhauen. Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Die brauchen wir nicht mehr. Das geht aber nicht. So, sie kriegt einen Unfallbericht. Da war ja alles okay. Hier ist ihr Unfallbericht. Im Ernst? Das ist nur ein leerer Bericht? Ich bin noch viel zu früh. Oh Gott.
Na komm, hau ab. Alles ja. Klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Das war ein Fehler, ja. Das war ein Fehler. Ich habe jetzt noch viel zu viel vergessen hier. Und die fährt gar nicht. Ja, was für, welche Fahrzeuge sind denn jetzt hier überhaupt involviert? Da hinten der etwa. Ah, ja, okay. Das war jetzt aber auch verwirrend. Unfallzeugen? Dieser Fahrer sollte als Unfallverursacher verhaftet werden, da hat kein Blinker gesetzt. Ja, das wissen wir schon. Okay. Brauche ich dich noch? Nö, eigentlich nicht. Alles komm. Klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Ja, gut. Ist okay. Hier habe ich so ziemlich alles falsch gemacht, wahrscheinlich. Gut, das gehört noch dazu. Ja. Ausreichend. Okay. Gut, dann würden wir hier schon mal sagen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Der muss schon mal weg. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Da kann ich jetzt nichts machen. Ich bin mit dem Unfall noch nicht fertig. Ja, tut mir leid, aber... So, was ist mit dir? Warum fährst du nicht weiter? Ist das denn gar nicht, oder was? War das hier jetzt Zufall? Also hier ist alles irgendwie nicht so ganz richtig. Zwei Autos waren, ich mache jetzt mal das Auto weg. Ja, ich würde den ja gerne halten, aber... Ich weiß, ich kann aber nichts ändern. So, da werden wir den... Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ja, die gehen mal noch schnell nicht. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. So, was hatte der? Der hatte Amphetamine. Betäubungsmittel. Drogenmissbrauch am Steuer. Sie sind festgenommen, da Sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sind. Richtig. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. So. Bitte, Officer. Gefangenentransport. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Zum Opfer zurückkehren. Zum Opfer zurückkehren. Wo ist das Opfer? Achso, ist der Polizeiwagen? Hey Partner, ich werde die verdächtige Person direkt in Haft nehmen. Ich muss Sie bitten zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. So, wo ist denn mein Auto? Das müsste... Der ist ja auch total kaputt, der hier. Gehört der auch noch dazu? Macht aber keinen Sinn, ne? Nee.
Ja, ich bin noch lange nicht fertig. Was ist denn hier los? Das ist alles etwas seltsam hier. Okay, das muss ich jetzt. Ich muss jetzt mal den Reifenwagen hier wegfahren. Gleich mal gucken, wie die Handbremse hier funktioniert. Blaulicht lassen wir an. So, ach, da ist das Opfer. Zwei Opfer. Ist das jetzt ein neuer Unfall oder was? Unfallzeugen befragen. Dieser Fahrer sollte als Unfallverursacher verhaftet werden. Er hat keinen Blinker gesetzt. Ich glaube, hier ist irgendwas durcheinander. Ich muss Ihre Pässe. Und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Ich muss alles aufnehmen jetzt. Bitte schön, Officer. Das sind zwei Unfälle tatsächlich. Da oben ist noch mal ein anderer. Das ist gar nicht der. So, die ist noch nicht abgelaufen und aber keine Versicherung. Dann kriegst du mal einen Verstoß. Fahrer, kein Versicherungsschutz. Ich mache jetzt hier mal eine mündliche Verwarnung. Gibt das eigentlich plus CEP-Punkte? Ne. Trotzdem muss ich einen Test machen. Alles klar, ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Das hier ist sehr verwirrend. Weil zu viele Sachen auf einmal hier stattfinden. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Versuche ich den noch fertigzustellen, bevor ich diese Folge beende. So, sie hat nichts. Was kann ich jetzt mit der machen? Unfallbericht übergeben ist noch zu früh. Laufen lassen kann ich sie auch noch nicht, weil sie hat ja noch keinen Unfallbericht. So, ansprechen. Ich kann jetzt hier nichts machen als... Ich habe hier eine verletzte Person, RTW erbeten. So, das sollte man aber als Programmierer darauf achten, dass die sich nicht so hinlegen. Das ist nicht so gut. Aber gut. Wollen es mal nicht übertreiben. Nehmen wir alle drei mit. Natürlich. So, jetzt muss ich ja hier... Moment, backt es hier ein bisschen. Okay, irgendeine Trophäe erhalten. Dann muss ich auch noch befragen, den Knecht da. Gut, dann machen wir den Unfallbericht erstmal fertig. Da kann ich den schon mal... Waren eben noch Reifenspuren, genau, die brauchen wir auch. Gut, dann müssen wir dich noch anlabern. Ich bin mir ganz sicher, dass ich geblinkt habe. Gut, dann werden wir trotzdem mal erst... Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Bericht ist ausführlich. Natürlich, Officer. Bitte schön. So,
So, der ist noch gültig und das ist auch noch gültig. Okay. Kein Verstoß, ja, ich muss aber trotzdem noch den Test mit dem Alkohol machen. Kooperieren Sie bitte, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. So, und den leichten Unfall, den werde ich wohl nicht mehr bekommen. Den ich eigentlich angenommen hatte. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Hat nichts. So, was fehlt mir denn jetzt noch, für den, um den Unfallbericht zu vollenden? Irgendwas fehlt noch. Da muss ich warten, bis die... So, hier war ja eigentlich alles klar, ne? Der hatte ich geredet, ja. Und da gibt es noch Fotos zu machen. Irgendwas fehlt noch. Da war noch was. Da unten. Per Auspuff. Da war auch noch was, siehst du? Kannst nicht genug gucken. Kann aber sein, dass ich die jetzt erst wegräumen muss. Nee, kann ich auch nicht machen. Dann hauen die ab. Sobald ich die abschleppen lasse, hauen die ab und ich kann den Unfallbericht nicht übergeben. Ach so, Moment. Ich kann dir den Unfallbericht übergeben. Stopp. Dann kriege ich ja erst den Fortschritt, ne? Ansprechen. Unfallbericht. Alles klar, hier ist Ihr Unfallbericht. Alles klar. Danke, Officer. Sagt aber nichts von ausführlich, ne? Das ist aber, weil er noch nicht grün ist. Achso, Moment, wenn ich jetzt laufe, ich muss. Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Das ist jetzt die große Frage. Fährt der mit dem... Nee, mit dem fährt er nicht. Gut. Interagieren. Abschleppwagen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? So, was ist mit der Ambulanz? Warum fährt denn die nicht weg? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Hervorragend. Das ging fix. So. Warum nehmen die denn die Leute hier nicht mit? Den Spiegel auch fotografieren. Sehr wohl. Ah, und den Auspuff bestimmt auch noch. Der ist weg. Gut, dann gebe ich ihr auch noch den Unfallbericht. Okay, dann weiß ich, dass ich das nächste Mal auf so Sachen achten muss. So, jetzt habe ich alles erwischt. Okay, dann können wir die interagieren. Könnten wir, ich will die nicht versuchen, das habe ich. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich denke, wenn der weg ist, dann machen die auch weiter. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. So. Ach so, das war gar keine Unfallbeteiligte. Alles in Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen.
Was ist jetzt mit dem anderen da? Was zählt denn jetzt zu was? Das ist ja der Wahnsinn. So, was ist mit ihm noch? Alles in Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ich bin nicht sicher, ob das hier alles so richtig ist. Aber ich bin bei 40 Minuten. Ich werde die Folge jetzt beenden und mal gucken, wie das hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal, euer Opa Gamer. Ciao.